are turning brown. I'm still looking for you. Snow is falling down. I'm still searching for you. I never thought it through. Always thought it would be me and you. I never really thought. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute in diesem Video wollte ich euch die Neuigkeiten von Trended Up zeigen. Ihr wisst ja, dass ich zum Event eingeladen wurde. Ich habe euch auch fleißig mitgenommen auf Snapchat und sogar auf Instagram Live, was total witzig war und die meisten gefreut hat, denn so haben sie mal ein Event miterlebt. Ich habe mich diesmal bewusst gegen ein Follow Me Around entschieden. Normalerweise wisst ihr ja, dass ich euch immer auf Events mitnehme, ich aber irgendwie gemerkt habe, dass es irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so interessant vielleicht für euch ist, und deshalb habe ich mich jetzt diesmal für diese Art von Video entschieden. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich werde euch nämlich auch trotzdem die ganze Zeit noch Sequenzen einblenden. Ich habe fleißig wirklich alles Mögliche getestet. Ich habe mir hier alles in so kleine Behälter, die sind jetzt natürlich schon leer, weil ich hier alles aufgebaut habe, und es ist wirklich eine ganze Menge. Ich habe mir Notizen dazu gemacht, auch eine ganze Menge, also zu den Produkten, die ich so getestet habe, weil ich euch eben darüber berichten möchte. Ich habe auch noch eine ganz, ganz tolle Überraschung für euch, also bleibt auf jeden Fall mit dabei. Und ich würde sagen, wir starten durch ins Video, denn ich glaube, es wird etwas länger. Also falls ihr euch noch was zu trinken holen wollt, dann tut es jetzt. Und ja, dann wünsche ich euch aber ganz viel Spaß beim Video, und los geht's. Ja, zunächst einmal war es so, dass wir am Freitagabend schon angereist sind, dann lecker Abend gegessen haben mit den ganzen Bloggern und eben den Mitarbeitern von DM und Trended Up, was total schön war, denn so konnte man sich einfach nochmal ein bisschen besser kennenlernen, die ganzen Blogger unter sich natürlich auch, nochmal ein bisschen Erfahrungen austauschen. Ich kannte schon einige, habe mich natürlich auch wahnsinnig gefreut, die wiederzusehen, und am nächsten Morgen ging es dann los. Wir haben übrigens auch in einem ganz, ganz tollen Hotel geschlafen, das kann ich euch auch mal einblenden. Alles richtig schön hergerichtet für uns, auch im Bad, da habe ich mich zum Beispiel total gefreut, waren einige Produkte schon für uns dagestanden, und somit konnten wir uns wirklich total wohlfühlen. Am nächsten Morgen, wie gesagt, haben wir dann alle gemeinsam gefrühstückt. Das war auch ganz, ganz schön hergerichtet. Und dann sind wir mit einem Bus in die Location gefahren, die auch ganz, ganz zauberhaft eingerichtet war, extra für uns, alles vorbereitet mit Deko, und natürlich waren die Theken aufgebaut, also es waren zwei Trended Up Theken aufgebaut, und dann ganz, ganz viele Möglichkeiten für uns, schöne Bilder zu machen. Und was mir auch total gut gefallen hat, war, dass da eine ganz, ganz große Wand, also das waren so Fliesen, weiße Fliesen, und darauf hat eine Künstlerin ganz, ganz tolle Sachen gemalt. Das kann ich euch auch mal einblenden. Also wir waren alle total fasziniert. Ein Fotograf war da, das Catering war total super. Und uns wurden natürlich auch alle Neuigkeiten präsentiert und vorgestellt. Aber wir hatten wirklich die Möglichkeit, alles ganz, ganz in Ruhe zu testen. Also es war überhaupt kein stressiges Event. Und trotzdem haben wir uns natürlich alle sehr, sehr wohl gefühlt, dass wir nicht irgendwie eine Agenda hatten, die wir abgearbeitet haben, sondern jeder sich Produkte holen konnte, die testen konnte, Bilder machen konnte, und das fand ich wirklich sehr, sehr entspannend. So, ich würde sagen, jetzt fange ich aber mal an, euch die Produkte zu zeigen, denn ich freue mich auch schon riesig, euch darüber zu berichten. Ich habe hier so viel Nagellack, ich habe Lippenprodukte, ich habe Augenprodukte, also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier mit dem Gesicht an. Und zwar gibt es ja schon länger die Konturpalette, die total gehypt wird und meiner Meinung nach auch wirklich zu Recht. Also das ist auf jeden Fall ein Einkauf wert, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin auch total begeistert und ja, froh, dass ich sie habe. Jetzt ist neu dazugekommen diese Palette hier, und zwar nennt sie sich Face Contouring Set. Und sie hat halt sehr, sehr viel Glitzerpartikel und Schimmerpartikel. Jetzt, was mich erstens mal gewundert hat, war, dass hier bei diesem Produkt von der Kontur, also auf dem Kontur steht, eben Glitzerpartikel enthalten sind. Und normalerweise konturiert man ja sein Gesicht mit aschigen Produkten. Das heißt, wir wollen da keinen Glitzer haben. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich werde das Ganze natürlich abwandeln und hier oben draufsetzen und eben so als Bronzer, damit man das Gesicht schön erwärmt sozusagen. Für den Sommer ideal.
Auch der Highlighter ist richtig schön. Diese zwei Produkte gefallen mir richtig gut und ihr könntet dieses Produkt hier zum Beispiel auch fürs Augenlid verwenden. Also ich finde die Palette an sich richtig gelungen, also richtig mega. Meiner Meinung nach wird es mit Sicherheit auch ein Hype. Zu Recht auch meiner Meinung und ja, ich bin auch froh, dass ich diese hier mitbekommen habe zum Testen. Ich habe im Übrigen auch ein paar Flop-Produkte dabei. Also ja, ich bin ja immer ehrlich mit euch, das wisst ihr auch. Ich habe wirklich lang getestet und habe dem Produkt eine Chance gegeben, aber ja, da kommen wir dann später noch dazu. Was ich schön finde, kommt jetzt auch neu, sind diese drei Produkte hier und zwar sind das so Highlighter, Eyeshadow, Creams. Wird es in verschiedenen Farben geben und meiner Meinung nach sind das Produkte, die so 3 in 1 sind. Ihr könnt nämlich das Ganze erstens mal aufs Lid natürlich machen, als Lidschatten. Ihr könnt es highlighten, also hier könnt ihr euch damit highlighten oder eben als Base verwenden, ne? Und dann den Lidschatten aufbauen. Es sind richtig schöne Farben mit dabei, gefallen mir richtig gut. Also man muss halt so ein bisschen aufpassen, weil sie sehr schimmrig sind und dann ja somit natürlich die kleinen Fältchen betont werden, wenn man denn welche hat auf dem Augenlid. Und deswegen, ja, müsst ihr damit ein bisschen mit Vorsicht dann umgehen, aber ansonsten finde ich das wirklich auch ein sehr, sehr gelungenes Produkt. Diese Highlightening Eyeshadow Cream ist im Übrigen wasserfest, das wollte ich euch noch ganz kurz hinzufügen. Jetzt kommen wir zu Lidschatten. Oh mein Gott, da habe ich mir ganz viele Ausrufezeichen hier auf meinem Blog gemacht. Es ist eine neue Reihe, die sich nennt Metallic Eyeshadow. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Farben, da habe ich euch auch ein Bild auf Instagram gepostet. Mein Favorit ist die 010 und die 050. Oh mein Gott, absolute Kaufempfehlung. Die sind gebacken, ganz, ganz toll Farbe ab, die sind super pigmentiert und ich liebe sie. Dieser Metallic Look, das ist jetzt eh was kommt, das ist jetzt im Trend, das ist ganz neu und das werdet ihr jetzt auch gleich noch merken bei anderen Produkten, die ich euch gleich zeigen werde und ich liebe diese Reihe, oh mein Gott, also schade, dass es die nicht in der Palette gibt, weil das wäre wirklich der absolute Wahnsinn, das wäre die Krönung schlechthin, aber jetzt zeige ich euch noch drei Lidschatten, mit denen ich mich in letzter Zeit ständig geschminkt habe und die wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich habe mir auch hier wieder Ausrufezeichen hinten dran gemacht und zwar sind es drei Farben, zum einen die 110, die 120 und die 105. Diese drei in Kombi habe ich die ganze Zeit verwendet. Das ist aus dieser Number One Reihe und da kann ich auch wirklich sagen, die sind wirklich ihr Geld wert. Da könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. Diese Kombi hier auf dem Augenlid und ihr seid wirklich ganz, ganz toll geschminkt. Schade, dass es auch diese hier wieder nicht in der Palette gibt, aber es gibt ja drei Paletten und zwar habe ich jetzt hier mal eine stellvertretend mitgenommen und zwar ist es die 030, es gibt ja auch die 020 und die 010. Das ist auch wirklich so bei denen, dass sie eine tolle Farbabgabe haben. Die sind jetzt nicht neu, die sind ja im Standardsortiment. Ich wollte es euch nur mal zeigen, dass ich die eben auch getestet habe. Ganz viele tolle Farben mit dabei, die aufeinander abgestimmt sind und auch diese hier finde ich wirklich ganz toll, gerade für unterwegs. Man hat wenig Geld ausgegeben und ja, hat was mit auf Reisen und kann sich damit zum Beispiel toll schminken oder eben gerade für jüngere Frauen oder Mädels, die ja, vielleicht mit ihrem Taschengeld sich Schminke kaufen. Da sind die doch sehr gut bedient, gerade bei Trended Up. Wie gesagt, da ist meiner Meinung nach das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich top, also da kann man nichts sagen. Dann machen wir weiter ja, mit der Eyeshadow Base. Die fand ich jetzt zum Beispiel nicht gut und zwar ist es diese hier, die habe ich eben auch getestet. Ich fand, die hat überhaupt nichts abgedeckt, keine Rötungen, keine Äderchen und die ist mir immer irgendwie von der einen Seite zur anderen gerutscht und deswegen fand ich die also wirklich überhaupt nicht gut. Wie gesagt, ich habe sie getestet und das ist eben meine Meinung dazu. Dann machen wir weiter mit den Augenbrauen. Da wird es ein neues Produkt geben und zwar den Brow Gel Filler in der 030. Den habe ich leider nicht ergattert. Ich habe mir stattdessen dieses Produkt hier mal zum Testen mitgenommen und zwar ist es die 030. Es ist eben ein Puderprodukt. Was mir leider an dem Produkt nicht gefällt, ist dieser Pinsel hier. Also mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Der ist einfach ja, viel zu klein. Schaut mal, und dann irgendwie hier so die Augenbrauen nachzuzeichnen, war sehr, sehr schwierig. Aber das Produkt an sich ist wirklich richtig gut. Also ich hatte da Freude dran, das zu verwenden. Wenn man den richtigen Pinsel dafür hat, dann ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt.
Dann wird es noch eine neue Serie geben, habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Und zwar Eyebrow Chubby Sticks in Wasserfest in 3 Farben. Allerdings habe ich die Produkte nicht mitgenommen, weil diese Chubby Sticks vorne eben so breit waren, dass ich nicht schön feine, dünne Härchen zeichnen kann. Ich kann euch das mal anhand von diesem Produkt hier zeigen. Das ist jetzt aber nicht für die Augenbrauen, nur damit ihr es mal seht. Die Spitze, die ist eben so dick, dass ich, also meiner Meinung nach, nicht schön zeichnen kann, ne? Und deswegen habe ich es einfach dort gelassen, aber falls euch sowas interessiert, könnt ihr es euch auch mal anschauen. Ich habe jetzt noch diese Produkte hier und zwar sind die als Eyeshadow gedacht, eben auch in diesen Chubby Sticks Form. Das hat mich sehr an NYX erinnert und deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen, weil ich es testen möchte. Da gibt es ganz viele tolle verschiedene Farben und ihr habt hier hinten noch die Möglichkeit, eben das Ganze dann richtig schön mit diesem Applikator zu verblenden. Die habe ich jetzt noch nicht so wirklich getestet, erst 2-mal. Da kann ich noch nicht so viel drüber sagen, aber da werde ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, dann haben wir neue Farben bei den Kajalstiften und zwar zum einen aus der Contour and Glide Reihe, dann aus der Metallic Reihe und dann haben wir noch was richtig cooles, Ultra Slim Kajal nennt er sich, hier in der Farbe 010. Oh mein Gott, ich habe noch nie so einen dünnen und feinen Kajalstift gesehen. Der ist wirklich ideal für Frauen, die eben nur einen ganz, ganz leichten und dünnen Lidstrich ziehen wollen oder sich zum Beispiel den oberen Wimpernkranz verdichten möchten, also da kann ich euch wirklich sagen, schaut euch den an, falls euch sowas interessiert. Also ich habe sowas noch nie gesehen und war wirklich ganz, ganz doll begeistert. Jetzt zeige ich euch mein liebstes Produkt und zwar diesen Inner Eye Pen. Der ist in der Farbe 466. Und bei mir ist es so, dass ich es gar nicht mag, wenn ich mir einen weißen Kajalstift auf die untere Wasserlinie gebe, weil das sieht für mich einfach unnatürlich aus, manchen Frauen steht es, aber ich war schon lange auf der Suche nach einem Nude-Ton und bei dem hier ist es so, ihr könnt ihn wahrscheinlich kaum sehen, weil er wirklich nude ist, aber trotzdem einfach einen wacheren Blick macht und ich bin so begeistert, weil er auch so schön weich ist. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ihr einen Kajal habt, der irgendwie so hart ist wie ein Bleistift. Also das kennt ihr vielleicht. Und deswegen ja, kann ich euch den auch wirklich ans Herz legen. Falls ihr sowas noch sucht, dann schaut ihn euch sehr, sehr gerne an. Jetzt zeige ich euch aber ein Produkt, ja, über das ich wahrscheinlich stundenlang sprechen könnte, das jetzt aber ehrlich gesagt nicht tun werde, weil ja, das geht natürlich nicht, aber ich feiere dieses Produkt so, 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 so sehr. Und zwar ist es dieser Under Eye Concealer and Base. Dieses hier wird es in 2 verschiedenen Nuancen geben. Einmal die 010 und einmal die 020. Und was macht denn jetzt eigentlich dieses Produkt? Ja, ich erkläre es euch jetzt. Und zwar habt ihr hier vorne so einen Applikator, so ein Schwämmchen. Und dann tragt ihr euch das eben hier unten unter das Auge auf und könnt euch das dann eben entweder mit dem Ringfinger, mit einem Schwämmchen hier zum Beispiel oder mit eurem Pinsel schön in die Haut einarbeiten und dann habt ihr einen total schönen Weichzeichner-Effekt in eurem Gesicht. Es ist wirklich unfassbar. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig an dem Tag. Wir wurden dort auch geschminkt und da habe ich das dann gesehen und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, also wenn dieses Produkt leer ist, werde ich es mir definitiv nachkaufen. Das einzig Negative war, dass wir ganz, ganz lang gedreht haben, gedreht, gedreht, gedreht und es kam irgendwie nichts raus. Also falls euch das auch passiert, macht euch keine Sorgen, irgendwann wird das Produkt kommen. Das ist jetzt natürlich lamentieren auf höchstem Niveau. Darum soll es auch gar nicht gehen. Das Produkt macht, was es soll. Es ist wirklich top. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal kurz Bescheid sagen, falls euch das auch passiert. Also falls ihr sowas sucht, schaut es euch sehr, sehr gerne an. Dann habe ich was richtig Tolles. Und zwar nicht für mich, sondern für meine Schwester. Meine Schwester, die ist nämlich sehr hell. Und da habe ich ihr mal diesen Concealer hier mitgenommen. Und zwar nennt er sich Camoe Concealer. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und zwar ist es die 010. Ich weiß, dass viele von euch hellere Haut haben und immer Schwierigkeiten in der Drogerie einen Concealer zu finden beziehungsweise eine Foundation, die eben für helle Hauttypen geeignet ist. Und deshalb finde ich es jetzt richtig gut, dass Trended Up sich da mal was hat einfallen lassen und diesen Concealer hier auf den Markt bringt. Ich bin gespannt, was meine Schwester sagt. Ich werde euch berichten. Also mir ist er natürlich definitiv zu hell, aber ich wollte es jetzt heute in dieses Video aufnehmen, weil ich eben, wie gesagt, weiß, dass viele von euch auf der Suche sind. Dann habe ich eine Mascara für euch getestet.
Es wird 3 neue geben, da habe ich mir dummerweise keine mitgenommen. Ich habe unter anderem eben diese getestet und ja, wollte euch aber trotzdem auch sagen, wie ich sie finde. Und zwar ist es aus dieser Number One Reihe, die ist waterproof und die macht leider überhaupt nicht das, was ich mir wünsche. Also ich bin eher enttäuscht von diesem Produkt. Wahrscheinlich ist das auch wieder eher für Frauen, die einen dezenten Look schminken möchten. Bei mir ist es eben so, dass meine Wimpern sehr dünn sind und ich einfach einen schönen Augenaufschlag haben möchte, einen Wimpernaufschlag, und diese Mascara eben nicht dafür geeignet ist. Sehr, sehr schade, aber wie gesagt, vielleicht auch gerade für jüngere Mädels, die ja, sich nicht so stark schminken möchten, ist die Mascara wahrscheinlich geeignet. So, bevor wir zu den Lippenprodukten bzw. noch zum Blush kommen, möchte ich euch jetzt die Nagellacke zeigen. Yeah, ich freue mich voll. Das ist wahrscheinlich so mit meine liebste Kategorie. Und davor habe ich noch ein Flop-Produkt, und zwar dieses hier. Es nennt sich Color Stop Fluid. Und ich glaube, dass Trend It Up sich wahrscheinlich auch von diesem Produkt mehr erhofft hat. Ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt auch ein bisschen schade, aber ich möchte einfach meine ehrliche Meinung darüber sagen. Auch ich habe mir mehr erhofft. Und zwar, was soll das Produkt denn eigentlich machen? Also es ist so, dass ihr hier vorne so ein Pinselchen dran habt und euch das dann hier auf den Nagel auftragt und dann eure Nägel lackiert und euch das dann abziehen könnt, sodass dann keine unschönen Ränder entstehen. Und das ist dann wie so eine Gummiart war das, ne? Und dann wollte ich das so abziehen und es hat leider bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich kann euch das ja mal ganz kurz vorlesen, und zwar ist es ein Konturgel, schützt vor Lackierfehlern und schafft ein echtes Nagelstudio-Resultat. Entlang des Nagels auf die Nagelhaut auftragen und etwas antrocknen lassen. Ja, und wie gesagt, dann gewohnt lackieren, dann könnt ihr euch das abziehen und habt dann eben ein schönes Resultat. Bei mir hat es leider überhaupt nicht funktioniert. Das Produkt an sich kostet gar nicht so viel. Falls ihr es testen möchtet, kauft es euch mal und sagt mir dann bitte Bescheid, falls es bei euch funktioniert. Das würde mich natürlich total freuen. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Also ich habe es mehrmals getestet und es war irgendwie leider nichts. Ja, ich wollte es euch halt jetzt schon mal sagen. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Nagellack. Und zwar wird es da neue Reihen geben und da verschiedene Farben. Zum einen diese Reihe hier, die Porzellanreihe. Ich habe leider nur einen ergattert. Ich weiß, dass es davon 5 verschiedene Farben geben wird oder 4. Ich habe jetzt hier die 030 und ich mag diesen Pastellton bei Nagellacken sehr, sehr gerne, gerade im Frühling. Ich denke dann immer an Tulpen und an Ostern und irgendwie an Vögelgezwitscher. Also ich mag das total gerne. Ich werde mir die anderen Farben definitiv wahrscheinlich auch noch kaufen, so wie ich mich kenne. Und ja, dann wird es hier aus der Velvet Sensation Reihe ganz, ganz tolle Farben geben, und zwar diese hier. Die trocknen so leicht matt. Finde ich auch richtig, richtig schön, wie dann so dieser Look entsteht und wie das dann aussieht. Also auch die Farben sind richtig schön, jetzt auch für den Frühling, diese 2 hier zum Beispiel. Für den Sommer finde ich auch richtig schön, ne? Also wenn man schön gebräunt ist, glaube ich, sehen die auch richtig gut auf dem Nagel aus. Dann habe ich jetzt hier diese Reihe noch, Tropic Chic. Davon wird es 5 Farben geben. Da habe ich leider auch nur eine mitgenommen, die 050, weil ich so ein pinkes Monster bin. Hier sind so ganz leichte Glitzerpartikel mit dabei, so goldene, finde ich auch richtig schön. Das changiert und ist wahrscheinlich dann auch ideal für den Sommer geeignet. Dann habe ich mich total in das Packaging aus dieser Reihe hier verliebt, und zwar diese Power Gel Nagellacke. Die kennt ihr mit Sicherheit alle, die gibt es ja schon ganz, ganz lang. Und bei denen hier ist es so, dass ihr keine UV-Lampe braucht, sondern sie ganz normal trocknen lasst. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel auch diesen Topcoat drauf machen. Den gibt es ja in Matt und in Highshine. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Also ich habe mich total verliebt in diesen hier, den trage ich heute auch, und zwar ist es die 130, aber mein absoluter Favorit ist die 080 und die 140. Also die mag ich sehr, sehr gerne, und wie gesagt, das Packaging, das sieht einfach so, so edel und so hochwertig aus, und oh mein Gott, ich habe mich in diese Nagellacke hier verliebt. Diese Farben habe ich, so sieht es aus. So, dann habe ich noch eine Reihe, und zwar die Double Volume and Shine Reihe. Da habe ich jetzt diese Farben hier. Und da wird es auch neue Farben geben. So sieht das Ganze jetzt aus. Und die finde ich auch richtig schön. Die habe ich mir auch schon aufgetragen. Mag ich sehr gerne. Auch jetzt wieder diesen Farbton hier zum Beispiel. Jetzt gerade wieder für den Frühling. Also auch richtig
gelungen. Dann wollte ich euch noch dieses Produkt hier zeigen, und zwar dieses Apricot Oil. Das trage ich mir abends immer auf, mag ich sehr, sehr gerne. Das riecht unheimlich gut und es pflegt auch wirklich. Also das kann ich euch auch ans Herz legen. Dann habe ich jetzt hier Lippenprodukte, und zwar Lipgloss. Ihr wisst, ich liebe es, Lipgloss aufzutragen. Ich bin die absolute Lipgloss-Queen. Sagen wir es mal, wie es ist. Ich habe in verschiedenen Taschen verschiedene Farben und habe mich total gefreut, diese hier testen zu dürfen. Es wird aus der Ultra Matt-Reihe 4 verschiedene neue Farben geben und aus der High Shine Reihe 3 verschiedene Farben. Ich habe mich da jetzt so ein bisschen durchgetestet. Ich finde die richtig gut. Ich finde das Gefühl gut, also die kleben nicht. Der Geruch könnte ein bisschen besser sein, aber ja, bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Produkt hier. Ich habe mich auch durch die neuen Puderprodukte testen wollen, aber, und jetzt kommt das große Aber, ja, die haben jetzt hier diese Produkte auf den Markt gebracht, eben diese Puderprodukte. Matte Lip Powder nennt sich das Ganze. Das wird es in 5 verschiedenen Farben geben. Ich habe aber nur diese Farbe hier getestet, weil es die dunkelste Farbe ist und da schon gemerkt habe, dass man kaum ein Ergebnis bei mir sieht. Das liegt eben wohl mit daran, dass meine Lippen eben schon sehr stark pigmentiert sind und sehr dunkel. Und deshalb habe ich diese 3 Farben einfach zugelassen. Dieses Puder-Konzept, das ist nichts Neues. Das hat L'Oréal letztes Jahr schon auf den Markt gebracht. Fand ich sehr interessant, habe ich mich auch durchgetestet. Einfach dieses Puder-Finish, das muss man natürlich mögen. Und ich kann es euch gerne mal zeigen, wie das bei mir aussieht, damit ihr das seht. Machen wir gerade mal kurz einen Live-Test, der ja so eigentlich nicht live ist, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal, damit ihr seht, wie ich das meine. Und zwar habt ihr das Produkt hier oben drin in der Kappe, könnt dann immer reingehen und dann habt ihr das Ganze hier auf diesem Applikator. Und dann tragt ihr euch das ganz normal auf eure Lippen auf und ihr könnt gleich sehen, dass man bei mir zwar ein bisschen was sieht, aber ich zeige euch das mal, Moment. Also, ne? Ich muss schon sehr stark aufdrücken. Ich muss sehr stark aufdrücken, bis überhaupt irgendwie was zu sehen ist. Und das ist natürlich schade. Das ist sehr schade, weil wenn ich da ewig drüber gehe, und dann ist es ja auch noch ein mattes Produkt und das trocknet ja eh ein. Also ja, ist jetzt für mich nichts, muss ich sagen, ne? Also das ist jetzt das Ergebnis und deswegen lasse ich die anderen zu, weil die mir eben dann zu hell sind. Das ist jetzt die 050 und ja, wie gesagt, habe ich mich durchgetestet. Ich finde die Idee an sich sehr, sehr schön. Wenn ihr auf sowas steht und einen helleren Hautton habt, dann könnt ihr das gerne mal testen. Dann machen wir weiter mit Lipgloss, und zwar mit diesen hier. Davon wird es 3 verschiedene Farben geben. Ich habe jetzt hier auch wieder nur 2. Und zwar nennt die Reihe sich Metallic Shine Liquid Lip Cream, voll der Zungenbrecher. Und das ist eben das Thema, was ich euch vorhin gesagt habe, dass dieser Metallic Look eben jetzt ganz, ganz groß im Kommen ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass die gar nichts für mich sind. Die Farben sind zwar richtig cool, also das muss man sich trauen. Die sind jetzt nicht unbedingt alltagstauglich, aber der Applikator, der ist so, so riesig. Also das macht überhaupt keinen Spaß, das aufzutragen. Ich finde auch den Geruch überhaupt nicht gut. Und ja, ich konnte damit jetzt leider nicht so viel anfangen. Und die Farbe finde ich trotzdem nach wie vor, ja, wie gesagt, richtig, richtig schön. Es ist ein Hingucker, aber es gefällt mir an sich nicht. Also der Geruch und dieser Applikator, es geht super schwer, den aufzutragen. Sehr, sehr schade. Vielleicht kann man sich da noch was anderes einfallen lassen. Dann haben wir aus der High Shine Reihe neue Farben. Und zwar sind es diese hier. Ich habe jetzt noch nicht alle Farben getestet. Mein Liebling war bis jetzt die 200. Shiny habe ich getestet. Da fand ich den Geruch richtig, richtig gut. Also der hat mir so, so gut gefallen. Ich habe den gerne aufgetragen. Ich habe dazu den Lip Liner verwendet. Das finde ich bei Trend It Up auch sehr, sehr schön, dass eben unten drunter, unter den Lippenstiften, der passende Lip Liner ist. Also das finde ich ein richtig, richtig tolles Konzept. Und mein liebster Lip Liner bis jetzt war dieser hier. Und zwar die 463. Also ich finde den richtig, richtig toll. Ihr seht schon, der ist auch schon gut aufgebraucht. Und ja, den mochte ich jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr gerne. Also gefällt mir sehr gut. Ihr habt hier hinten auch nochmal so einen kleinen Anspitzer dabei. Für alle, die es nicht wussten, nicht vergessen, da ist so ein kleiner Anspitzer. Und das Produkt mochte ich eben sehr, sehr gerne. Und das ist eben der passende zu meinem Lippenstift.
Ja, und da habe ich mir eben die beiden so aufgetragen, also den Lip Liner und den Lippenstift, und war damit wirklich sehr zufrieden. So, dann haben wir noch ein neues Produkt, und zwar nennt es sich Velvet Sense Lipstick Pen. Davon wird es 5 verschiedene Farben geben. Auch hier wieder richtig, richtig toll die Farben. Auch vorne, wie man den Lippenstift aufträgt, da gefällt mir das auch sehr gut. Ist sehr einfach, kann man sich schön auftragen. Und das fand ich zum Beispiel jetzt ein ganz tolles Produkt. Auch wie sie auf den Lippen sind, also so, ja, das ganze Tragegefühl hat mir einfach von diesen Velvet Sense Lipstick Pens sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir noch ein ganz neues Produkt, und zwar ist es dieses hier, aber das ist für mich allerdings auch wieder so ein Produkt, ja, wo ich mich frage, für was eigentlich? Und zwar nennt es sich Mattifying Lip Finish, falls ich das richtig ausspreche. Und zwar dient es dazu, dass ihr, wenn ihr einen Lippenstift auftragt, der eben shiny ist, also der schön glänzt, euch den matt machen könnt. Ne? Also jeden Lippenstift könnt ihr euch damit matt machen. Dann frage ich mich, warum trage ich mir nicht gleich einen matten Lippenstift auf? Also davon gibt es auch ein Produkt von P2, da habe ich das alles selber gesagt. Allerdings war es eben in Lippenstiftform. Ihr könnt euch das eben rausdrehen. Dann habt ihr einen weißen Lippenstift und tragt euch das über den Lippenstift auf. Und ja, ich habe das jetzt auch nicht getestet, weil ich, wie gesagt, wenn ich einen matten Lippenstift tragen möchte, mir einfach einen matten Lippenstift auftrage. So, ja, dann habe ich jetzt hier noch ein ganz, ganz tolles Produkt, und zwar nennt es sich Color and Butter Lipstick Pen. Davon habe ich 5 verschiedene Farben. Ich finde die richtig, richtig toll. Also die Farben sind sehr, sehr gelungen. An sich, das Produkt ist sehr, sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß, dieses Produkt hier zu testen. Die haben mich sehr an die Astor Lip Color Butters erinnert, auch vom Duft her. Fand ich die wirklich sehr, sehr ansprechend. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da auch wieder in dieser Metallic-Reihe eben, wie gesagt, kommt jetzt, ist jetzt das Neueste, und fand ich auch ganz, ganz toll. Kommen wir noch ganz kurz zum Gesicht. Es wird 2 neue Farben im Bereich Blush geben. Und zwar zum einen die 005 und die 020, meine ich. Die habe ich aber leider nicht mitgenommen. Ich habe mir dafür die 050 mitgenommen und muss sagen, dass ich wirklich total zufrieden bin. Also das zaubert wirklich ein ganz, ganz tolles Finish auf die Haut. Also ihr habt wie so einen frischen Kick. Also mir gefällt es richtig gut. Ist nicht zu aufdringlich, ist was Leichtes. Und den mochte ich sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, die 050 und die 005 ist eben, wie gesagt, neu. Ist ein bisschen ein hellerer Ton. Sieht man bei mir nicht ganz so arg. Deswegen habe ich mich eben hier in die 050 verliebt. Dann wollte ich euch noch ein ganz, ganz tolles Produkt zeigen. Und zwar dieses hier, Expert Make-up Correcting Pen. Also da waren wir echt alle da gestanden und haben nicht so richtig verstanden, was die Dame uns erklärt hat, weil vorne könnt ihr schon sehen, die Spitze ist schwarz, und sie meinte, dass man damit den Eyelinerstrich korrigieren kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, aber wenn es doch vorne schwarz ist, was will ich denn da korrigieren? Aber es ist so, dass es transparent quasi ist. Also wenn ihr euch vermalt, das müsst ihr wirklich mal ausprobieren, wenn ihr beim DM seid, wenn ihr euch vermalt, dann könnt ihr da so leicht dran gehen, und dann korrigiert euch dieser Stift euren Eyelinerstrich. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn, dieses Produkt. Das ist mit mein Favorit in diesen ganzen Produkten hier, würde ich jetzt mal sagen. Ihr habt hier hinten auch noch 3 neue Spitzen. Und ja, für alle, die noch am Üben sind mit dem Eyelinerstrich, die vielleicht eine zittrige Hand haben, so wie ich, bei mir ist er auch nie perfekt, ist dieser Stift hier wirklich die Lösung, würde ich mal sagen. Dann habe ich noch dieses Produkt hier getestet. Und zwar dieses Expert Illuminating Fluid and Base. Davon war ich wirklich total begeistert. Also ich habe das aufgetragen eben als Base und dann mein Make-up. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie so ein bisschen glowy bin, dass mir das super gut gefällt, immer wieder, wenn ich mal nachgeschaut habe. Und deswegen verwende ich es einfach super gerne. Also kann ich euch auch ans Herz legen, falls ihr noch eine Base sucht, aber ihr müsst halt wissen, dass ihr schon ein bisschen shiny unterwegs seid. Dann habe ich noch diese Foundation hier für euch getestet, und zwar die 030 aus der Matte Beauty Perfection Make-up Reihe, mattierend und samtig. Ich muss sagen, dass ich bei der Foundation ein paar Anläufe gebraucht habe. Also ich war nicht sofort zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe es mit dem Beauty Blender versucht, ich habe es mit den Fingern versucht und mit meinem Buffer, und irgendwann habe ich dann das richtige Ergebnis bekommen. Also gebt dem Produkt am besten eine Chance. Das gibt es ja auch in verschiedenen Farben, also da könnt ihr mal schauen, falls ihr noch eine Foundation sucht.
Ja, ich glaube, ich bin jetzt soweit durch. Ich habe bestimmt das ein oder andere Produkt jetzt vergessen. Ich werde euch das gerne in meinen nächsten Videos noch vorstellen. Hier, meine Liste ist echt lang gewesen. Ich habe mir alles ganz, ganz ordentlich aufgeschrieben. Und falls ich jetzt merke, dass ich noch irgendwas vergessen habe, dann, wie gesagt, werde ich euch das sehr, sehr gerne in meinen nächsten Videos noch zeigen bzw. noch was dazu sagen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare, da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Und jetzt kommen wir natürlich zur Verlosung. Ihr habt es euch schon gedacht, ne? Ich wäre ja nicht die Heidi, ne? Wenn ich nichts verlosen würde. Das wisst ihr ja auch. Und ich werde es natürlich, wie immer, definitiv nicht in die Überschrift schreiben. Das wisst ihr auch. Es geht an meine treuen Abonnenten, die mir auch sehr gerne folgen, die mir auch hin und wieder mal einen Kommentar hinterlassen, damit ich weiß, ne, was sie so denken, wieso die Resonanz einfach ist, mir einfach Feedback geben. Das ist mir halt unheimlich wichtig. Und jetzt habe ich lange genug außenrum gequatscht. Jetzt zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt. Ich werde verschiedene Pakete machen, weil ich einfach wahnsinnig viel mitnehmen durfte zum Testen. Alles, was ich jetzt schon angedatscht habe, werde ich natürlich nicht verlosen. Ihr bekommt neue Produkte, die nicht verwendet wurden von mir. Ich werde verschiedene Pakete zurechtmachen und euch dann eben zuschicken. Ich habe da immer die größte Freude. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß das auch. Ich packe das immer mit ganz viel Liebe und verschicke euch das. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch dazu unten in die Infobox. Schaut sehr, sehr gerne rein. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann freue ich mich natürlich. Hinterlasst mir dazu einen Kommentar. Und ja, jetzt war es das von meinem Video. Ganz schön viel Input, ne, für euch. Geht mal los, schaut euch die Theke an. Wie gesagt, es sind ganz, ganz viele tolle neue Schätze dabei, aber für mich eben auch ein paar Produkte, die nicht so gut sind. Aber ich bin ja immer ehrlich mit euch, das wisst ihr, das ist mir auch unheimlich wichtig. Aber was bei mir nicht funktioniert, heißt ja noch lange nicht, dass es bei euch nicht funktionieren könnte. So, das war es soweit von meinem Video. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich nochmal für die Einladung von Train It Up. Es war wirklich wunderschön in München. Wir haben uns alle sehr, sehr wohl gefühlt. Und ja, das war's. Meine Lieben, schaut sehr, sehr gerne bei meinem letzten Video vorbei. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Abonnieren ist kostenlos, natürlich, das wisst ihr. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!